Ach, da ist ja jemand. So, das wird ein ganz, ganz geiles Projekt. Es geht um dieses liebe Auto, wo ihr bereits kennt. Audi RS6 C8. Und der liebe Kunde hat sich von mir bezirzen, wie auch immer, lassen. Guck, ich habe so ein schönes, neues, tolles Felgenlabel. Ich garantiere dir, dieses Auto wird weltbekannt. Glaub mir das. Mit Felgen und Tief. Endgegner. Glaub mir das. Und dann war er noch so ein bisschen im Überlegmodus. Und dann hatte er zum Glück Holz anfassen, einen Fassunfall, dass nichts passiert ist. Aber er musste einem Lastwagen, der voll auf seine Seite entgegengekommen ist, ausweichen und ist voll in den Randstein reingeknallt und hat zwei Felgen wirklich hässlich kaputt gemacht. Ganz schnell, kommt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr hässlich, wie das kaputt ist. Von daher war dann natürlich eh klar, dass das über die Versicherung läuft. Aber wenn wir dann schon halt dabei sind, war das so der finale Entscheidungsendgegner dann, dass die Entscheidung fällt. Guck, machen wir doch jetzt die Felgen. Weil, wisst ihr, was so ein originales neues Scheibenrad kostet? Diesen optionalen 22 Zoll 2200 oder 2800, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Felge. Ja, und für dieses Geld, für zwei Felgen, habe ich einen kompletten Radsatz, der natürlich viel, viel, viel schöner ist. Und jetzt, meine Lieben, zeige ich euch mal, um was es sich hier handelt. So. Bitte schön. Guckt euch mal dieses geile CRT-Fortschritt an. Was für ein geiles Rad. Gebrushed, matt. Hier, guck mal, schön mit der Gravur einmal, das Typisierungsschild, mit Zulassung. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser RS6 mit diesen Felgen sind 11x22 und richtig satt tief. Könnt ihr euch vorstellen, wie krank das ist? Felgen nehmen wir nachher alle noch raus, aber ich will euch jetzt zuerst im ersten Step zeigen, jetzt, was wir alles eben hier haben. Hier, Gewindefedern. Entschuldigung. Mein grundsätzlich braucht man ja eigentlich, wenn man gelernt ist und weiß, was man tut, ja eigentlich keine Einbaueinleitung mehr. Hier, andere Geschichte. Man muss bei diesem Auto den Stoßdämpfer im Radkasten drin lassen, weil die ja die Ölleitung dran haben, da vom Fahrwerk, von der Bestellung. Und mir wurde geraten, von Kawe und von Audi selber, es nicht abzuhängen, weil dieses System wieder zu befüllen und Parameter alle wieder zu setzen, dass es alles wieder stimmt, scheinbar nicht ganz ohne und geht auch recht ins Geld. Und daher wird sogar in der Betriebsanleitung vom KW empfohlen, es nicht abzuhängen. Also es wird das erste Mal in meinem Leben sein, dass ich Federnspanner und alles im Radkasten drinnen, normalerweise ist der Stoßdämpfer hier eingespannt und dann löst ihr das mit dem Federnspanner. Das muss ich jetzt alles im Radkasten drin machen. Aber ich habe mich da sehr gut vorbereitet, habe viel recherchiert, viel Telefonate geführt und alles. Guck, das ist im Radkasten drin. Seht ihr das? Hier die ganzen Bremsleitungen hier hinten, hier unten abgedeckt. Das ist im Auto drin. Seht ihr das? Da wird nichts ausgebaut, damit die Leitung dran bleibt. Und das wird sehr interessant und das sind die guten Stücke hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das heißt, ich muss jetzt das Auto mal auf den Lift. Höhe messen. Ganz wichtig, dass wir die Höhe vorher nachher haben. Das machen wir jetzt schon. Ich positioniere den jetzt schnell richtig auf dem Lift. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Habe ich, glaube ich, schon 100 Mal in Videos gesagt, dass ich immer sehr gerne vom Boden zur Kotflügelkante messe. Weil ich finde einfach, dass du da die 100% ehrliche Tieferlegung hast. Auf der Prüfstation wird immer Rad mit der Kotflügelrand, oder? Und wenn du jetzt eine konkave große Felge hast und alles, du triffst das sowieso, du kommst ja nicht ran mit dem Meter, du weißt ja nicht genau, wo die Mitte ist, auf einen halben Zentimeter genau oder so. Also, vorne links 75,6. So, wir haben die ganzen Maße, also wir haben vorne links 75,6, hinten mehr oder weniger fast gleich, 75,7. Und es ist schon cool, wie das mittlerweile wirklich bei den Autos ab Werk heute wirklich fast immer gleich ist, immer so ein Zentimeter weniger auf der Beifahrerseite. Weil, wenn du rein sitzt, taucht das genauso ein und das Auto steht waagerecht. So, dann haben wir das Maß jetzt und das bin ich sehr glücklich, jetzt können wir das Auto anheben. Ich habe jetzt schon bei diversen Fahrzeugen habe ich das neue Logo von uns, ein CRT-Kleber, hingemacht, so in diesem Bereich.
Eigenlob stinkt immer, ich weiß. Aber müssen wir jetzt alle zusammen einfach ehrlich sein, dass dieses Logo wieder so geil gekommen ist auf modernen, neuen Autos, das passt einfach von der Schnittigkeit her und alles. Also mit meinem alten Logo, gebe ich ganz offen, der Stütter, das würde nie hierher passen. Mit dieser Porsche-Silhouette, das würde nie hierher passen. Das war damals auch cool und alles, aber es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und das ist so modern. Und das ist so ein bisschen das, das haben mir alle wirklich bis jetzt sehr positives Feedback gegeben, dass es wirklich auch gut aufs Auto passt und dass es wirklich richtig geil sogar was ist. Ich weiß, Eigenlob, lassen wir jetzt ein bisschen. Das ist das, was ich so unnormal krass finde an diesem Auto. Guckt euch das mal an. Das ist so, diese Anlage, ich weiß auch, wo ich das Auto, ein Kunde von mir hat einen schwarzen gekauft, im April 21 war das, glaube ich. Und wo der auf dem Platz da gefahren ist, und ich das erste Mal diese Anlage gesehen habe, ich dachte damals wirklich, ey, Alter, wo endet das? Die halbe Bremsscheibe nur noch Sattel und dann alles in der Dimension. Aber was für ein Sattel, ey. Und das ist hier eben diese Leitung, wo ich gesagt habe, das muss alles hier drin passieren. Immer wie mehr Technik, immer wie komplexer. Aber hinten mache ich mir dann jetzt eine Sorge. Ich habe vorhin gerade wieder festgestellt, wie ich einfach Keramik liebe. Und wisst ihr warum? Guck, du kannst anfassen, wo du willst. Du hast einfach keine dreckigen Hände. Dieser Effekt von Keramik, der ist einfach sowas von geil. Immer sauber. Oh. Guckt euch mal die Kombi an. Und jetzt lassen wir es einfach bis morgen. Ich bin ein bisschen müde, ist ein bisschen spät geworden gestern. Hier vorne fertig. Auf der anderen Seite werden wir das zusammen machen. Ich habe ihm jetzt mal noch 1 cm Restgewinde gegeben. Ich hoffe, dass wir so gut fahren. Ansonsten müssen wir hier noch mal ein bisschen verstellen, was vorne ja kein Problem darstellt. Bei diesem Auto merke ich wieder, warum ich nie einen Audi fahren werde. Ich reg mich die ganze Zeit nur auf. Meine allergrößte Hassschraube natürlich die hier. Die hat funktioniert. Das ist gut. Hier geht es einigermaßen noch, ist eigentlich alles relativ gut gegangen und so, aber hinten, guck mal, wenn ich schon sowas sehe hier, musst du auspinnen. Stoßdämpfer kannst du halt auch nicht rausnehmen, weil es hier wirklich halt an der Leitung dran ist. Und dann der Akschenkel halt. Das gute Teil, dass man das nicht ausbauen. Dass man das nicht ausbauen kann, weil es innen auf dem Träger aufsitzt, das ist zum Kotzen. Hier seht ihr, Lappen drunter alles. Folie rundum, so kann nichts passieren, weil eben das Zeug die ganze Zeit hier drauf ist. Ja, und jetzt haben wir Stecker mal ausgepinnt. Jetzt mal das Domlager oben alles wegnehmen und dann mal gucken. Ich bin fertig mit der Welt, wir haben jetzt Halbzeit. Dieses Auto wirklich, es ist so ein geiler Ofen. All diese Autos sind alles so wunderschön, aber ich hab's nicht gern an diesen Autos zu arbeiten. Es ist alles so unlogisch. Auch das mit dem Akschenkel. Fiat bekommt das sogar hin, andere Hersteller, BMW, wunderschön, eine Schraube raus, klack, Akschenkel unten. Warum muss der hier aufliegen? Es ist jetzt drin, Halbzeit. Es ist auch nicht so, dass es extrem schwer ist oder so zu machen. Es ist einfach mühsam. Schon nur der Radkasten. Du bist irgendwie, glaube ich, gefühlt 20 Minuten am Radkasten demontieren und montieren. Leider, aber optisch etwas vom Schönsten. So, also ist ja immer hinten meistens ein bisschen mehr wie vorne und wegen dem habe ich jetzt hier mal noch einen halben Zentimeter Luft gelassen und vorne 1 cm. Weil ich denke, dass das nachher so relativ gut stehen wird oder eher vielleicht sogar einen Ticken noch tiefer. Dann kann ich einfach vorne noch schnell nachstellen, was kein Problem darstellen wird. Jetzt zeige ich euch auf der anderen Seite noch, wie ich das richtig professionell verpacke. Das ist ganz, ganz wichtig mit diesen Keramikscheiben, damit die wirklich maximalen Schutz haben, weil du hast eben die Stoßdämpfer die ganze Zeit hier oben drauf. Werkzeug. So, meine Lieben, guck mal an, wie verpackt zum Verschicken. Hier jetzt mal schnell, ich wollte das jetzt mal schnell veranschaulichen. Wegen dem kann man eben nicht wegnehmen. Jetzt muss ich mit dem Federnspanner alles hier drin arbeiten. Nein, das Staub, Metallstaub vom Feinsten, wegen diesen Gewinden vom Federspanner. Guck das mal an, das hat es so vergewaltigt jetzt. Die Federn sind einfach extrem hart, weil es halt wirklich ein sehr, sehr schweres Auto ist. Hier oben drauf arbeiten. Jetzt muss ich hier diese Entlüftungskappe wegnehmen. Und bei dieser Entlüftungskappe hat vielleicht der ein oder andere das Instagram-Video gesehen. Da muss ich jetzt hier diesen oberen Rand, den es hier hat, abflexen herum, dass die neue Staubkappe darüber passt. Der Teller unten hier, der kommt auch weg. Und jetzt kommt nachher die Gewindhülse drüber. Aber zuerst muss man das hier komplett reinigen. Ja, und das gehen wir mal flexen. Neue Gewindehülse drauf.
Jetzt ist die Entlüftungskappe jeden Moment fertig. Können wir zusammenbauen. Machen wir gleich. Hier haben wir die Hülse. Also als erstes eben, Entlüftungskappe ist fertig. Rand ist weg, alles schön verputzt. Jetzt kann man die wieder draufstecken. Vorne, wie gesagt, 1 cm elastisch. Messe nachher drüben. Aber wichtig. A, für das ist jetzt natürlich schön drauf glitscht. Zweitens, damit wir natürlich einen guten Korrosionsschutz haben. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier das Stoßdämpferrohr. Und da haben wir halt doch ein bisschen Hohlräume dazwischen. Wenn da sich ein bisschen Feuchtigkeit und dann mit ein bisschen Schmutz dann wirklich das Zeugs alles sammelt, dass der Rost und alles vorprogrammiert ist, das ist natürlich absolut nachzuvollziehen. Wegen dem saften wir den schön ein. Oben haben wir auch einen O-Ring hier drinnen. Und das müsst ihr nachher gucken, wie das einklackert, einrastert. Das ist wirklich, ich muss immer wieder sagen, KW. Ich meine, da musst du ja diese Gewindefedernsätze, die sind ja neu die letzten Jahre. Ich meine, du musst ja wirklich irgendwann mal einfach mal sich hingesetzt haben. Na komm, wir bauen da jetzt mal was Neues, quasi einen Federnsatz, den man tiefer legen kann. Weil, sind wir ehrlich, 90% wollen das Auto nur tief haben wegen der Optik. Wenn du keine andere Dämpfercharakteristik brauchst für die Rennstrecke oder das Auto mal schnell bewegst, weil er viel Leistung hat oder irgendwas, dann brauchst du das andere, alles andere nicht. Dann reicht ein Gewindeteller, also wirklich ein Gewindetellerkiste auf dem Boden, fertig. Und hast deine Optik, was du vorher nur mit einem normalen Gewindefahrwerk erzielen konntest. Und von daher, Top-KW, weiter so. Dann brauche ich Bremsreiniger und einen Lappen. Weil ich muss das Tauchrohr, das Stoßdämpferrohr putzen. Das müssen wir hier mal. Jetzt die ganzen Reste hier alle weg. Und jetzt müsst ihr hören, hier die Gummidichtung, den O-Ring. Klack. Hä? Wie wenn es von Audi selber direkt so gekommen wäre. Dann machen wir die Entlüftungskappe wieder drauf. Den guten Puffer habe ich doch glatt vergessen da. Wir haben jetzt hier oben diesen Ring, wo gerade das ganze Plastikstück alles ersetzt. Auch das. Dann gehen wir hier mal rauf. Das alles auf der Keramikbremsscheibe. Hä? Wisst ihr, warum das so gepolstert sein muss? Genau so. Es ist so absehbar, ich bin so glücklich. Meine Lieben, alles ist fertig. Guck mal, schon wieder aufgeräumt alles. Jetzt kommt der große Moment, jetzt lassen wir ihn mal runter und dann mal gucken wir einfach mal so, was erstes steht. Aber ich ahne schon wieder Böses im Fall. Vorne, glaub gut, und hinten, ich hoffe, der Gute, der fädelt noch ein bisschen ein. Aber wir messen jetzt mal gleich direkt, mal einfach so. Also jetzt haben wir direkt 72,5 zu 75,6. Ja? Also haben wir doch gleich mal schnell 3 cm plus. Hinten 74,5, was hatte ich da vorhin? Ja, das sind halt die Momente, die sind nicht toll. Vorne ist extrem gekommen. Ich hoffe, dass durchs Einfedern, ich komme glaube nicht drum herum, dass ich schnell alle Schrauben reinmachen muss, Runde drehen muss. Ja, jetzt gehen wir mal schnell fahren, gucken das mal an und dann wollen wir schauen. Wir sind jetzt auf Probefahrt. Auto jetzt auf den ersten Metern so, fühlt sich richtig knackig und geil an. Ich bin jetzt im RS1-Modus, wo sowieso alles ein bisschen auf eingestellt ist, aber er fährt sich wunderschön. Lenkgeometrie könnte man meinen, ich habe sie gemacht, fährt pfeifen gerade. Betet bitte für mich, dass das Auto jetzt noch ein bisschen runterkommt. Bitte, 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 bitte. Also, wir haben gestern die Probefahrt gemacht. Das Auto ist leider Gottes hinten noch ein Ticken zu hoch gewesen. Ich habe das jetzt heute noch mal ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt auch die Reifen bereits schon aufgezogen, könnt ihr mal gucken kommen. Guckt mal das wunderschöne Rad an. Es ist mit Reifen nochmals um einiges viel schöner geworden. Ja, jetzt kommt der finale Gong. Auto nachher jetzt schnell runterlassen. Also das ist natürlich noch extrem ausgefiltert, weil er noch auf dem Lift drauf ist. Also das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Jetzt gehen wir mal Probefahrt machen. Gucken mal, ob das nirgends streift. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Ganze morgen nochmals runtergelassen. Weil das Auto hat mich wirklich die letzten 2 Tage komplett kaputt gemacht. Ich habe gedacht, dass ich Montagabend fertig bin mit dem Auto, aber das war weit davon entfernt. Aber wie ihr seht, jetzt können wir es anschauen, jetzt steht er wirklich sauschön da. Ich habe rundherum, wir können jetzt ganz schnell zusammen messen,
Ich habe am Anfang alles hier aufgeschrieben, Originalmaße, und das gucken wir zum Beispiel mal hinten links, 75. Und jetzt haben wir genau 71, seht ihr das? Also das sind knappe 4 cm, wo er jetzt runtergekommen ist. Und vorne links, da haben wir auch sogar fast ein bisschen drunter, aber sagen wir 71. Auch 71, also auch knappe 4 cm. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, vorne kein Problem, aber hinten kein Verstellteller mehr drin. Die Feder ist jetzt auf dem Lift, einfach lose da drin. Und das Problem ist das, ich muss jetzt eben auch mit Kabel noch gucken. Ich habe mit ihnen bereits schon zweimal telefoniert. Und zwar aus dem Grund, im Gutachten steht ja immer das Maximalmaß drin. Und was du noch Restgewinn haben solltest für die tiefste mögliche Eintragungshöhe. So, wenn ich mit dem Verstellteller am Anschlag bin, bin ich immer noch weit davon entfernt, von dem Maß, was im Gutachten drin steht, was ich darf. Also ich komme nicht mal, und dann habe ich eben kein Restgewinde mehr. Und im Gutachten steht drin, dass man noch 5 mm Restgewinde haben muss für die tiefste Position. Aber ohne Restgewinde komme ich nicht mal in die Nähe von dem, was ich darf. Also hier muss man grundsätzlich nochmal alles ein bisschen überarbeiten. Weil guck mal an, 4 cm knapp, da wird es vielleicht noch 3, 4, 5 mm fallen und dann ist er perfekt. Aber ohne das. Und das kann sie eigentlich nicht sein. Alle, wo ihr sonst immer seht, die haben Luft drin. Luft sowieso kein Problem, kann man runterlassen ohne Ende. Aber das war ein langes Theater. Genauso, wo wir auch noch Luft holen mussten, war mit den ganzen Querlenkern. Wir mussten das Auto auf eine Grube drauf machen, alles lösen und dann habe ich 200 Kilo in Personen hinten reingepackt. Da sind wir alle zusammen hinten drin gewesen und haben richtig unter Spannung alles gelöst, alles wieder angezogen. Da haben wir auch nochmals 5 mm oder so geholt. Also ohne die und das gelassen wäre es nur irgendwie so 3,2 oder so runtergekommen wäre. Wäre noch weniger, ohne diese Querlenker zu lösen. ja, auf jeden Fall, das war wirklich ganz viel mal das Auto, 5-6 Mal auf dem Lift. Räder wieder runter, wieder drauf und so, 22 Zoll, 100 Mal am Tag rauf und runter und dann noch am Auto große, dicke 21er Schrauben. Heiß, wir hatten irgendwie 30 Grad darüber. War dann irgendwann mal genug und wegen dem, ich bin sehr glücklich, dass das fertig ist. Guckt euch das Auto mal an. Er steht wirklich wunderschön da. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt würde ich ihn auch gerne selber fahren, so mit dem Fitment, wo er jetzt hat. Ich bin sehr gespannt über eure Meinung, euer Feedback. Was sagt ihr zu dem schönen Rad? Lenkometrie reingefahren, die ganze Crew von dem Laden da, alle da, Fotos am machen auf der Straße. Sie drehen sich alle um, sie flippen aus, schreien rum, Handy sofort am Zücken. Also ich glaube, der Effekt ist mehr wie nur da. Ist ein geiles Auto, geiles Rad. Stands perfekt jetzt. Ja, und dann wird jetzt, ich sagen, wäre es das gewesen mit diesem wunderschönen RS6. Ich glaube, mit dem Auto wird es noch ein, zwei Dinge geben, aber dann über die Social-Media-Kanäle. Vielleicht steht er auch bald zum Verkauf, man weiß es nicht. Und dann hört ihr von uns. Ich bin sehr gespannt über euer Feedback. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt das Resultat und alles, was ihr gesehen habt. Bin gespannt auf eure Meinung. Schönes Wochenende, gebürtiger Porn. Ciao.